Hey und willkommen zu meinem Let's Play. Ich bin Domei und das ist Avencast. Folge Nummer 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das letzte Mal haben wir ein bisschen in der Arena rumgeturnt und jetzt geht's weiter. Wir wollen jetzt für diesen netten Troll Gorlin ein Buch klauen, aber zuerst reden wir mit diesem schicken Kerl, der dem sein Ausrufezeichen andeutet, dass er eine Quest für mich haben könnte. Ah, junger Schüler. Wohin des Wegs? Ich habe dich noch gar nicht kennengelernt. Ich bin Severin, Verwalter des Archivs von Avencast. Nun, du siehst jung und kräftig aus. Möchtest du mir vielleicht kurz behilflich sein? Nun ja, worum geht es denn dabei? Ich, mir ist ein Missgeschick passiert. Eigentlich bin ich ja reiner Theoretiker, aber irgendwie wollte ich mir mal beweisen, dass ich, auch mal richtig praktisch Magie anwenden kann. Dann habe ich mir dieses Buch gekauft, Beschwörung für Anfänger. Bin in den Keller gegangen, um ein paar Imps zu beschwören. Aber sie taten einfach nichts von dem, was ich wollte. Und jetzt sitzen sie zwischen den Regalen im Archiv und bringen alles durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder entfernen kann. Mir ist das so peinlich. Oh, die bewegen ja gar nicht ihre Lippen. Das ist aber ungünstig. Und jetzt wollt ihr, dass ich für euch kämpfe? Ja. Weißt du, ich muss zugeben, ich kann das einfach. Wenn ich den anderen hier davon erzähle, der Lagustera würde mich nur noch auslachen. Ich würde dich auch dafür bezahlen. Ja, ich würde das wirklich sehr honorieren, wenn du mir helfen könntest. Es sind natürlich auch Ratten im Keller, grässliche Tiere und ein paar Spinnen. Aber die Imps sind erstmal wichtiger. Okay. Muss ich da jetzt gleich hingehen? Na gut, ich habe gespeichert. Gut, gehen wir in den Keller. Danach kann ich ja immer noch das Buch klauen, das ich für den Troll klauen soll. Da geht's um die Beschwörung eines Funkeltigers. Da, sieh nur, was sie anstellen. Sie werden das ganze Archiv durcheinander bringen. Ernsthaft? Das sind aber viele Imps. Sehr viele Imps. Zum Glück greifen die nicht alle gleichzeitig an. Hörst, kommst du hinter der Statue hervor? Okay. Dieser Nahkampfangriff hat schon seine Stärke. Cool. Und? Ja, super, okay. Und ich muss nicht mal ausweichen fürs Erste. Diese Imps mag ich als Gegner, weil die machen eigentlich kaum Gegenwehr. Okay, das scheint doch mal gut zu gehen, gut auszusehen. Komm, down. Okay. Du als nächstes. Hör auf auszuweichen. Böser Imp. Ganz böser Imp. Schön, bleib stehen. Yay, Erfahrungsstufe gestiegen. Aber jetzt mache ich erstmal den Kampf zu Ende. Führe ich erstmal den Kampf zu Ende. Okay. Komm, ich krieg dich down. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Komm, noch einmal. Komm, auf. Sehr schön. Okay. Quest aktualisiert. Schauen wir uns hier um. Vielleicht gibt es ja noch was Nettes, was man abstauben kann. Sieht aber nicht so aus. Okay. Dann gehen wir da mal raus. Aus diesem schicken Haus. Und holen das Geld ab. Ich glaube, mit E macht man es auch auf. Genau. Das sieht doch mal schick aus. Und, oh, Ratten. Ja, dann gucken wir mal. Keller. Gibt's hier irgendwas, was man abstauben kann? Es sieht nicht so aus. Okay. Schade. Aber ich kann ein paar Ratten umbringen, gibt auch Erfahrungspunkte und wer sagt schon nein zu Erfahrungspunkten, oder? Und schließlich gehört es zu jedem guten Rollenspiel, dass man ein paar Ratten schlachtet. Oh, da ist eine Kiste. Die hätte ich fast übersehen. Wie macht man die auf? Kann man die aufmachen? Tatsächlich. So, wie mache ich dich auf, Kiste? Tatsächlich, so. Also auch E.
Nicht schlecht. Ah ja, da kommt schon die nächste Ratte. Hey. Hör auf mich zu nerven, Ratte. Ich möchte in aller Ruhe Kiste plündern. Und das ist ein was? Das ist eine schwere Schulterplatte. Sehr schön, dann gehe ich jetzt auf Inventar, ich glaube I. Dann ziehe ich das hier etwas hoch, geht nicht. Okay. Inventar war das nicht. Was ist es denn dann? Was bist du? Charakterblatt, Zauberbaum, Questlogbuch, Inventar, Übersichtskarte. Okay, auf Charakterblatt öffnet man den Spaß. Und die Schulterplatte hat er automatisch angelegt, so wie es aussieht. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal auf... Zauber. Seelenmagie. Welle der Kraft. Okay, Level 2. Mache ich erstmal ein Eisgeschoss. Und dann habe ich noch 4 übrig, die ich irgendwo investieren kann. Und die werde ich dann auch auf... mal schauen, auf was ich die investiere. Ich gehe ja auf Fernkampf. Ich hoffe mal, das ist jetzt keine so doofe Idee. Ich bin eher der Fernkampftyp, wie gesagt. Seelenmagie 1 und 2. Und dann hier noch ein bisschen Mana, wie immer. Sehr schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Sachen nicht rückgängig machen kann. Aber hey, da wollte ich mal was gucken. Na egal. Ich werde da schon nichts übersehen haben. Hoffe ich jedenfalls. Ei, da fällt mir was anderes ein. K. Die hole ich mal dahin. F2. Dann schauen wir mal, wie F2 aussieht. Okay. Das Ding scheint eher einzufrieren, als wirklich Schaden zu machen. Und das geht, indem man links geradeaus. Okay. Sehr schön. Das scheint tatsächlich eher einzufrieren, als großen Schaden zu machen. Aber das passt schon. Uiuiui. Gehst du down? Böse Spinne, geh down. Artige Spinne. Okay, sehr gut. Nochmal auf F, dann gehe ich hier auf E. Habe ich ein bisschen Gold geschnappt. Habe ich mir ein bisschen Gold geschnappt. Gold ist nie schlecht, Geld ist nie schlecht. Ganz tolle Sache. Okay, hier muss ich nichts... Genau, dann kann ich hier wieder raus und dann kann ich... Ey, doch noch nicht raus. Und zwar... Okay. Gehst du down? Artig. Ich habe so das ungute Gefühl, dass man mit Fernkampf gar nicht so auf Schaden machen aus ist, sondern dass das dann eher... Eieiei. Werde ich jetzt mal irgendwas treffen? Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt noch einmal. Perfekt. Quest aktualisiert. Das war dann anscheinend irgendeine Bonus-Quest. Also eine Bonus-Sache, die man da halt bekommt. Na, was habe ich denn hier? Ein Hebel. Hebel. Den muss man einfach drücken. Oh, ist das ein Geheimgang? Ich mag Geheimgänge. Bei denen gibt es meistens Geld, aber wahrscheinlich geht es da nur raus, oder? Ach, das ist der Bibliothekar, oder? Um dich kümmere ich mich gleich. Oder ich rede gleich mal mit dir, wenn du sowieso da bist. Du bist ja schon wieder zurück. Der Keller ist frei von jeglichem Ungeziefer. Oh, danke. Das ging ja schnell. Was für ein Glück, dass ich auf dich gestoßen bin. Ich hatte dir eine Belohnung versprochen. Ich hoffe, du hast Gebrauch dafür. Vielen Dank nochmal. Ignoriert einfach, dass die Lippen sich von denen nicht bewegen.
Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt? Inventar. Naja. Hat mich jetzt nicht reich gemacht. Oh, Truhe. Stört es dir, wenn man irgendwelche Truhen aufmacht? Da ist ja sowieso nichts drin. Schade. Hey, da kann man auch noch was öffnen. Also dieser Elf-Knopf ist wirklich sehr wichtig, weil man sonst nicht erkennen kann, was man hier benutzen kann und was nicht. Aber erstmal weiter. Raus. Und dann muss ich rechts. Und dann bin ich schon in der Bibliothek. Nee, bin ich nicht. Wo bin ich denn hier? Geschichtssaal. Das ist auf jeden Fall nicht die Bibliothek. H-Map. Wartet mal kurz, hier war doch irgendwo Karte. Übersichtskarte. Gibt's keine bessere Karte? Das ist aber schade. Okay, was muss ich mit dir machen? Na, reicht noch mit dir zu reden. Was bildet er sich ein, einfach in meinen Unterricht zu platzen? Ich hoffe, er hat eine gute Erklärung dafür. Okay. Oh, das tut mir leid. Meister Malbaran hat mich wegen dem Siegel für meine Abschlussprüfung zu euch geschickt. Er bereitet sich also auf seine Abschlussprüfung vor und hält sich daher für sehr wichtig. Dann kann ich doch kaum erwarten zu sehen, wie sich unser junges Talent hier in der Praxis schlägt. Er wird nachsehen, ob die Totenruhe in der Gruft von Avoncast ungestört ist. Und wenn es unruhige Geister gibt, wird er sie zurückschlagen. Komme er erst wieder, wenn dort absolute Ruhe herrscht. Sonst werde ich seine so wichtige Karriere ein wenig einbremsen müssen. Hat er mich verstanden? Er hat verstanden. Okay. Ja, aber wie komme ich denn in die Gruft? Das weiß er nicht. Nicht, dass es mich besonders erstaunen würde. Der Eingang in die Gruft befindet sich im Garten. Im Grunde ist es ganz einfach. Er nimmt den Schlüssel, sieht zu, dass in der Gruft Ruhe herrscht und kommt wieder zu mir zurück. Ah, und ich muss ihm wohl nicht erst erklären, dass es dort Bereiche gibt, die sehr gefährlich sind. Na gut, dann werde ich mich auf den Weg zur Gruft machen. Domahe findet etwas, findet es etwas merkwürdig, dass ein Geschichtsprofessor möchte, dass ich Zombies kaputt haue. Ich hätte eher mit einer Geschichtsprüfung gerechnet, aber in einem Rollenspiel ist das wahrscheinlich nicht so die Lesesaal. Jetzt muss ich da wieder raus. Warte kurz. Lesesaal. Hallo? Ist da jemand? Hierher! Ich bin hier hinten! Ist das die Bibliothek? Ich bin hier hinten! Siehst du den Globus, der sich dreht? Da bin ich! Komm doch näher! Bitte! Man kann mich leider nicht sehen! Okay, seltsam, ich werde es versuchen. Globus, wo bist du? Da ist der Globus. Okay. Hallo Globus, wie geht's dir? Ja, du hast mich gefunden. So ein Glück aber auch. Wer bist du denn? Ein Schüler? Gefunden, aber ich kann dich nicht sehen. Ja, ich bin ein Schüler. Und wer bist du? Ein Schüler, so ein Glück. Ich bin Meister Georgius. Nun, ich habe ein Problem. Ich habe ein kleines Unsichtbarkeitstränkchen gebraut und getrunken. Und jetzt werde ich nicht mehr sichtbar. Xivarius könnte mir bestimmt helfen, aber du verstehst schon, junger Schüler, es ist mir einfach zu peinlich, ihm mein Problem zu erklären. Nun, könntest du vielleicht zu ihm gehen und ihn nach einem Gegenmittel fragen? Du könntest ja sagen, ein Schüler hätte sich im Klo eingesperrt, weil er unsichtbar geworden sei. Okay. naja. Wenn du, ich meine ihr, meint, ich werde euch helfen. Sehr schick. Erstmal gucken, ist da irgendwo was zum Klauen? Nein, da ist nichts zum Klauen. Das ist sehr schade. Weil ich sehr gerne sowas klaue. Aber hey, die, Moment, noch nicht ganz. So, die Episode ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Das heißt, ich werde das nächste Mal weitermachen. Also nächste Woche, das heißt, ciao ciao und bye bye. Dummei!